checken, was hier so ist. Nichts. Hier ist auch eine Truhe versteckt. Ich könnte jetzt wagen, hier nicht zu verstecken. Meine Erinnerung hier dran ist, dass man hier quasi nicht über die Straße gehen konnte, weil... Weil du überfahren wirst von dem Verrückten. Ist, ja. Alter, Paris, das ne? Gilt generell für jede Straße eigentlich in Paris. Ja. Völlig verrückt. Aber auch schon lange her. Es muss auch so 2004 gewesen sein. Ich meine, wir sind ja erst vor 2 oder 3 Jahren durch Paris gefahren. 2005 war ich in Paris. Ja, ja, und wir waren ja... Guck mal, da ist doch was. Da ist doch was. Oh ja, stimmt. Und ja, stimmt, wir waren für... Und das war auch so ein Oh Gott, Hilfe-Moment. Für ein Nier-Event waren wir auch in Paris. Aber ich wollte mit dem Taxi da durchzufahren, das war anstrengend. Aber ich komme da nicht hin. Weird. Für später. Hoffentlich. Wenn du mit dem zweiten Charakter alle Levels rückwärts gehen musst. Ach nee, das wäre albern. Oha. Selbst bewährte Soldaten haben keine Chance. Ein Aussichtsschl. Mein Gott. Was ist denn ein Aussichtsschl? Boah, wie die gar keine Chance haben, Alter. Ja, momentan wirklich nicht. Geil. Geil. Okay, hier funktioniert Onimusha auch wieder über Kugeln. Also ich muss sagen, vorgerenderte Hintergründe vermisse ich schon ein bisschen, aber es sieht trotzdem echt gut aus. Und es sind halt gut ausgeleuchtete Stages. Versuchen ein paar Moves gerade zu machen, aber ich glaube, dadurch, dass es gerade so rund ist, ist das mit den Bewegungstasten ein bisschen schwierig. Ja. Das war nix. Ja, der hat gerade wieder so einen speziellen Move versucht, dadurch, dass er ein bisschen über mir stand, hat es nicht geklappt. Aber ich glaube es tatsächlich, wenn sie spawnen und ich dann sofort angreife, macht er den Move, weil das war in den ersten Zeilen auch schon so. Da, hast du gesehen, der. Der trifft noch nicht. Mhm. Weil halt. Na gut. Für die gar keine Leben Chance wieder haben. Bekommen. Oh, die Schüsse hier überall. Er hat eine Art Waffe, aber sie schadet den Genma nicht. Das stimmt ja nicht. Das haben wir doch schon... Naja, also scheinbar... Also sie machen schon manche Platte, aber vielleicht sind die ja wieder aufgestanden, das weiß ich ja nicht. Wir haben sie nur umfallen sehen. Muss ich im Detail die manuell benutzen? War das... Ne, das war vorher auch schon so, stimmt. Ja. Wir hatten noch nie nur einen richtigen Schlüssel. Wir hatten immer so andere Items, wo das logisch erschien. Alter, komm, wie gut das aussieht. Ja, das war einfach ein gut aussehendes Spiel. Das ist wieder so eine Truhe, da komme ich wieder nicht hin. Ist das eine Truhe? Ja, aber das ist zumindest doch etwas Interaktives. Vielleicht kommt der Jean Reno später hin. Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Oder guck mal, das ist doch irgendwas Interaktives. Ja, das sieht sehr aufwendig aus. Oder kannst du springen? Ich wollte versuchen. Ist dein Gegner? Ach ja, den visiert er an. Springen kann ich nicht mehr. Mann, ich würde so gerne sehen, wie er französische Geschichte kommentiert. Für Jubei, für Samanoske ist das hier ein ganz normaler Nachmittag. Zeit, der reist jeden Tag durch die Zeit. Magie. Effekte! Wow. Alter, Verwalter. Oh, oh, okay. Tja. Gleißendes Licht, was aus deiner Kugel kommt. Boah, ich bin aber echt auch schnell tot. Hallo. Oh ja, oh ja, oh ja. Kleine oder leichte? Leichte. Vielleicht noch meine Seele kurz einsammeln. Ja, mit der Waffe bist du, glaube ich, geneigt, aggressiver zu sein. Mhm. Die Musik findet das auch alles sehr dramatisch. Same. Geil. Das ist halt, ich glaube, wenn sie Onimusha... Was für ein Schlamassel! Wenn sie Onimusha eine Sprungtaste gegeben hätten, wäre es wahrscheinlich potenziell zu sehr wie Devil May Cry geworden. Weil wenn du hier jetzt Juggeln einführen würdest... Oh. Sowas gibt es also im Triangle.
Ich meine, ich war drin ja auch noch nie. Kannst du dieses Ding mal angucken? Ich hab's gerade versucht, hat er das nicht gemacht, nee. Und auch nicht bei der Statue hier in der Mitte? Und hier war ja noch eine Kiste. Ja, stimmt. Schön, dass die sich treu bleiben. Aber das ist diesen... Oh Gott, das ist auch... Es ist Schiebe gleichzeitig. Oh Gott, nein. Was, Schiebe gleichzeitig? Und Schieberätsel noch gleichzeitig. Oh, ich habe auch nur drei... Okay, das ist genau sowas. Ach, wir hatten eine bestimmte Anzahl... Tom, Schieben. Deine Zeit ist das, mal wieder das gekommen. Das habe ich gerade gar nicht bemerkt. Sure. Fast. Unser aller Lieblingsbeschäftigung. Rätsel machen. Jetzt hast du genau das gleiche gemacht, oder? Ich glaube, der Trick ist, dass man eher den links ändert. Also den mal schieben. Und jetzt den links wegschieben. Den? Nee. Der macht auch keinen Sinn mehr. Obwohl ich das schön finde. Hä? Ah, geht doch. Ansonsten voll ausgetrickst. War doch ganz einfach. Freddy, das lädt ja das Leben hier nicht auf. Und ja, ihr habt das alle sofort gesehen, wir wissen. Ja, ja, Gurkenglas, weiß ich. Mano. Bin nur beleidigt. Wobei wir wirklich eine voll dumme Aktion im Zero-Time-Dilemma hatten. Wir zwei? Was mir aufgefallen ist, weil wir beide nicht gerafft haben mit den Karten auf dem Tisch, welchen Wert die haben. Ja. Dabei ist die Anzahl der Symbole einfach der Wert. Und welche Symbole? Die Symbole auf den Karten. Und das fand ich sehr lustig. Weil bei der einen Karte waren zwar die Zahlen in der Ecke verdeckt, aber ja der Rest nicht. Ach so, da jetzt verstehe dachte ich mir ja. Im Nachhinein auch so, ja, hätte man drauf kommen können. Ja, hätte, Fahrradmette, wie man so schön sagt. Fahrradmette? Ja, sagt man so bei uns. Aussichtsebene. Alter, jetzt haben wir direkt einen 14-Bar-Kampf auf der Spitze des Arc de Triomphe. In Paris, in der Moderne. Love it. In der Moderne von vor 10 Jahren. Guildenstern. Guildenstern. Wer war denn 14-Bar? 14-Bar war der Endgegner, glaube ich. Der richtig letzte. Ach ja. Jetzt müssen wir ähnliche Stimme. Weil es in Paris ist. Guck mal, wie viel Technologie er da dran hat an sich. Die Zeitfalte. Ich muss bei der Musik immer an Still Life denken, weil da haben sie das auch als Intro-Musik benutzt. Where are we? Where? We're in Paris, France. He said it. So geil, dass er das ist. Your age of warring states. What? The Genma are under new orders from Nobunaga. We will begin an operation in these lands. Guck mal, er hat so ein Ding am... Ja, wenn er durch die Zeit reisen kann, also muss er technisch ja ziemlich weit vorangeschritten sein. For you, can I? Ah, by the way. Let me introduce you to my new baby boy. Und die Muscher, ne? Brainstern! Guildstern hat Brainstern gebaut. Es ist einfach ein Mech. Ich kämpf gegen Metal Gear auf der Spitze. Sagt Rotter, ich hab's ganz Samurai. Naja, Metal Gear, das ist not. Fuck me, oder? Brainstern. Viel Glück. Alter, was für eine coole Szenerie. Oh mein Gott. Was für eine coole Szenerie. Mit dem BMP von Paris da im Hintergrund. Mit den MGs. Und du kämpfst mit einem fucking, okay. Mit einem fucking Schwert. Ah, guck mal, das hat tatsächlich ein Gehirn. Ja. Oh, und Fleisch und ja. Fleischdinger. Das ist wieder so ein Mix. Wow. Guck mal, hier ist so ein Ausguck-Ding. Das kannst du in eine Münze einwerfen. Sekunde. Alter, das ist Unimusha. Oh, eine, mach das Schaden, Alter. Eine dumme Franchise. It's true. It's so true. Ich weiß nicht, warum das wirklich in jedem solcher dieser Videos vorkommt auf YouTube. Und wegen müsst ihr gespielt haben, habt ihr nie gespielt. Oh shit. Oh, krass, ja. Soll ich mein Leben benutzen? Ein Kraut benutzen. Ich hoffe, ich bekomme die wieder, wenn ich sterbe. Fuck me, oh Gott. Camera.
Ich muss mal probieren, was Pfeile bringen. Ey, ich hab grad nicht so richtig. Take this, nothing. Sehr unrealistisch, ein Pfeil gegen das so ein Metall. Das würde tatsächlich gar keinen Sinn ergeben, Tom. Denk lass mich nach. Jetzt mit meinem Schwert weiter drauf fahren. Wie peinlich von dir, wieder sowas zu sagen. Alter, mach du dich. Damage. Alter Verwalter. Wäre auch. Also, ne? Warum sollte der erste Boss direkt einfach sein? Ja, ist ja gut. So, lauf. Okay, wenn du so den letzten blockst, ist kein Problem. Ja. Und jetzt könntest du schon blocken, glaube ich. Ah, okay. Dann bekomme ich auch immer eine volle Combo rein. Ja, ich glaube, jetzt haben wir einen Flow. Oh Gott, oh, that's bad. Ist, nee, alles gut. Sehr gut. You're doing quite fine. Nice. Auf dem Triumphbogen gegen den Roboter. War gar nicht so schwer. Gegen den Gehirnroboter. Geil, Mann, ey. Ist das dumm. Fucking Christ. Der erste Teil war noch so... Ich liebe es. War einfach so, dass ja. Man sich denkt. Der erste war... Ja, genau. Der erste ist wirklich so, ach ja, so ein Samurai... Ja. Kampfspiel mit Resident Evil Einschlag. Genau. Und der zweite war dann, ach okay, so ein Samurai Kampfspiel mit Power Rangers Einschlag. Mhm. Und er schaut verlangend in die Weite. Paris, France. Da ist der John. Ach, ich find's so lustig, wenn er jetzt immer diesen Ort als Paris, France ausspricht, weil er halt das nicht anders kennt. Aber wieso sind wir jetzt nicht bei Nobunaga? Ich dachte, wir landen direkt vor Nobunagas Füßen. Das hätte ich so lustig gefunden. Dass der jetzt auch Jacques, hier ist. Jacques und Philippe. Ja. Oh, Dream Team. Fucking ey. Philippe? Ah, Philippe! Kann gerade auch deine Kunde sein. Also Dinos würden mich jetzt auch nicht so sehr überraschen. Auch meinst du, das ist so ganz schlimmes Französisch, wenn du Muttersprachler bist? Das nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du es nicht vorstellen, wirklich? Naja, bei Japan, ja, bei Jean Reno, aber bei allen anderen. Adieu, mon vieux. Weil die haben das ja nicht zusammen eingesprochen. Hm. Adieu. Okay, ist mir gekommen, um direkt zu sterben. Ja, der wäre halt auch da gestorben. Aber das wird Historiker sehr verwundern, wenn sie das irgendwo finden. Ich mag, dass Ronjean nur Knieschützer anhat. Wir haben noch gar keine Waffe jetzt gerade, nee, oder? Kann nichts machen. Philipp, was ist hier geschehen? Der ist ernst. Komm, wir sehen wirklich aus wie Danze mit dem Umhang. I love it, Alter. Mich erinnert jetzt an irgendwas anderes, aber ich weiß nicht. Guck, wie cool das aussieht. Und in dem Blau wären wir eher Virgil. Ja, schon. Aber er speichert an den gleichen Schutzspiegeln. So, aber Jean Reno tut mir jetzt sehr leid, weil der wird ja in die Vergangenheit transportiert, wo ihm ganz viele Komfortfunktionen fehlen. Ja. Samanosuke wiederum lernt ganz viel Neues kennen. Samanosuke geht gleich auch eine Toilette. Alter. Ja, wirklich. Holy shit. Und das ist nur die europäische Toilette, ohne die ganzen Annehmlichkeiten an der japanischen Toilette zum Beispiel. Und dann sagt er so, ich will hier nie wieder weg. Es gibt einen großartigen Tweet vom One Million Troops Guy, der auf der E3 war. Takfuji. Ja, und der hat einfach nur ein Bild von der japanischen Toilette gepostet und meint irgendwie so, oh, thank God, I'm back. Und irgendwie sowas. Und hat so eine kleine, kurze Lobeshymne auf japanische Toiletten geschrieben. Guck mal, geh nochmal zurück. Guck dir mal diese Texturen an, von dem Felsen hier rechts und sowas. Ja. Und generell vom Boden und das mit dem Gras und so. Das finde ich echt beeindruckend. Ist gut. Kann man nicht dafür, dass das jetzt halt alles 3D ist. Ich glaube, viel hübscher geht's auf der Konsole nicht. Michael, das ist gerade so an Dino Crisis 2, den Anfang. Qu'est-ce que c'est? Ich komme nicht drüber hinweg, das ist so lustig. Was ist meine Tochter hier? War das einfach... Was? Also Henri ist wenn dann sein Sohn, aber. Was hab ich gesagt? Tochter? Das ist doch crazy. Alter, die haben auch wirklich Jean, Henri und Philippe. Französischen aller Namen. Ja, aber ich glaube, also. Naja, das ist halt in Deutschland heißt ja auch Leute Hans, aber es wäre dann so, als ob Hans, Karl und Gustav.
sich treffen würden. Merde. Ah, wo kommt er einfach? Den Solhandschuh. Na gut. Oh, tatsächlich, mit der Beitsche. Qu'est-ce qui est arrivé à mon bras? Ich glaube, das mit der Begründung, das nehmen sie alles hier nicht so eng. Ist das eine Laserpeitsche? Ja, gut, Laserpeitsche. Ein Oni-Handschuh und eine Oni-Peitsche. Das ist eine Oni-Peitsche, Tom. Und ich habe ein Oni. Ich kann mich auch nicht in Onimusha verwandeln. Natürlich kann Jean Reno sich in Onimusha verwandeln. Was soll das heißen? Ja, ich habe ja oben auch meine Ball-Anzeige da. Ja, das stimmt. Transformation in einen Onimusha. 5 lila Seelen nutzen, drücke die R3-Taste, rechte Analogstick, um in Onimusha-Form zu wechseln. Das ist ein sehr guter Satz. Wenn HP bei 0 liegen, verwandelt man sich mit 5 lila Seelen automatisch in Onimusha. Das ist gut. Genma schnappen. Aufladen durch fest. Ach, diese Grammatik. Aufladen durch festes Drücken der R1-Taste oder halten der Viereck-Taste. Nach dem Aufladen schnappe einen Genma durch Drücken der Viereck-Taste. Also ich kann entweder Viereck-Taste halten, dann Viereck drücken oder R1. Nutze Kombination aus Richtungstaste und Viereck-Taste, um verschiedene Zacken auszuführen. Objekte nehmen R1 und X. Okay, ich kann halt... Hä? Okay. Ah, ich muss halten. Und dann kann ich das machen. Oh, cool. Oh, gerade da. Also, versuch jetzt nochmal. Wir blocken jetzt mit diesem kleinen Ding. Interesting. Oh, ich muss mich, glaube ich, sogar in Onimusha wandeln, weil fast jeder Schlag bringt hier. Siehst du? Das sind gerade nur Onimusha-Seelen. Ja, ja, ja. Das ist eine. Es geht weiter, wenn ich Onimusha bin, bestimmt. Oh, ich bin so excited, Tom. Ich will gleich Super Saiyajin Jean Reno sehen. Quasi, vielleicht kriegt er dann auch wehendes silbernes Haar. Guck mal, wie geil diese Moves sind, Alter. Jetzt bekomme ich aber keine Seelen mehr. Schade, ich glaube nicht. Muss ich nur besiegen. Schade. But it's only. A matter of time, Tom. Dann sehen wir Super Saiyajin Jean Reno. Super Saiyajin Reno? Saiyajin?